Ja, ich erkläre heute noch mal ein paar Dinge zu WireGuard. Die Folien sind auf Englisch, aber ich glaube, das wird nichts einen Abbruch tun, da ich sowieso alles, was auf den Folien steht, noch mal erkläre, wie man es eigentlich nicht machen soll, aber das wird schon passen. Also noch mal, was war denn dieses WireGuard überhaupt? Also WireGuard ist ein neuer Ansatz, VPN zu machen unter Linux. Primär aktuell unter Linux, weil es für andere Betriebssysteme noch keine User Space Implementierungen gibt und Linux so der einzige Kernel ist, für den sich der Hauptentwickler bemüht gefühlt hat, das Modul zu erstellen. Ich bin mir nicht sicher, ob mittlerweile jemand angefangen hat, das für OpenBSD oder FreeBSD zu implementieren, aber auf jeden Fall braucht man Kernel Source Code dafür, will heißen, Windows fällt klassischerweise schon mal raus. Aktuell ist das Modul noch out of tree, das soll sich demnächst ändern. Es gibt da starke Bemühungen, das Ganze in Mainline zu bringen, die aber mit einigen Änderungen am Kernel zuerst stattfinden werden. Also es gibt da eine Änderung, die im Crypto-Subsystem noch durchgeführt werden müssen, bevor WireGuard dann schließlich und letztendlich auch mit einziehen kann. Und zur Konfiguration nutzt das Ganze im Moment IP und sein eigenes Tool, eben weil die Sachen noch nicht im Kernel mit drin sind, sonst würde man dafür auch IP-Route2 benutzen. Ja. Dann geht es um Allowed IPs. Unter WireGuard ist das Allowed IPs im Prinzip sehr, sehr wichtig, weil es zum einen festlegt, wie er auswählt, wohin das Paket, das er jetzt auf seinem Interface empfangen hat, überhaupt geht. Es ist sehr, sehr wichtig, weil er damit abgleicht, welche Pakete überhaupt auf diesem Interface ankommen können. Und insgesamt ist das Prinzip für einen VPN sehr, sehr einfach und simpel verständlich, wenn man sich einmal damit auseinandergesetzt hat. Deswegen erkläre ich jetzt gleich den Send- und Receive-Flow, den WireGuard implementiert, und dann wird hoffentlich ein wenig klarer, was das Allowed IPs überhaupt tut, weil klassischerweise ist es so, dass man erstmal mit dem Allowed IPs klarkommen muss und danach wird alles sofort klar und es ist sehr, sehr einfach und intuitiv. So, der Sendflow sieht so aus. Also WireGuard hat eine Liste von Peers, das können 1 bis N sein, können auch 0 Peers sein, wenn man keinen Kommunikationspartner haben möchte. Die Routen werden ausgewählt anhand der Allowed IPs Option. Will heißen, für jeden Peer gibt es eine Allowed IPs Option und das sind die IPs, mit denen die Gegenstelle mit mir kommunizieren darf. Und wenn das die IPs sind, mit der die Gegenstelle mit mir kommunizieren darf, dann muss diese Gegenstelle auch diese IPs haben. Das ist so die logische Konsequenz daraus. Will heißen, wenn ich ein Paket habe, das an einen bestimmten Peer gehen soll, gucke ich mir an, welche Peers ich habe, suche da das richtige Allowed IPs raus und schicke das dann an den Peer. Wenn wir keine IP haben, dann sagen wir dem User Space, nee, steht bei uns in der Peer-Liste nicht drin, können wir nichts machen und schicken gleichzeitig einen ICMP No Route to Host zurück. Damit ist ganz klar, dass das nicht geht, weil die Gegenstelle halt nicht vorhanden ist und ich das Paket somit nicht zustellen kann. Und anschließend nehme ich dann das Paket, das ich bekommen habe, und verschlüssel das mit CHA-CHA20 Poly 1305 und mache da den eigenen WireGuard-Header vorne mit dran, packe das Ganze in ein UDP-Paket und schicke das dann auf die Reise zur Gegenstelle. Auf der Receive-Seite sieht es so aus, dass ich mir als erstes das UDP-Paket auspacke, dann gucke ich mir den WireGuard-spezifischen Header an und gucke, was da so drin steht. Da steht zum Beispiel auch drin, ob ich schon eine Session habe. Dann gucke ich, ob ich zu diesem Session-Key, den das Paket mitgeliefert hat, selbst bei mir schon eine Session offen habe. Wenn nicht, dann muss ich jetzt die Session initiieren. Anschließend authentifiziere ich das Paket und fange dann an, das zu entschlüsseln. Wenn es möglich ist, versuche ich auch rauszukriegen, ob das jetzt eine neue Gegenstelle ist, weil die Gegenstelle sich ja ändern kann. Man stellt sich einen Laptop vor, der verschiedene Netze anfasst. Also mein Laptop ist regelmäßig in der Uni oder hier im Hackerspace oder bei mir zu Hause. Da ändert sich die Gegenstelle immer wieder. Und dann update ich die, wenn das möglich ist, damit ich die Gegenstelle erreichen kann, wenn ich dann von auf der empfangenden Seite zur Gegenstelle senden möchte. Dann gucke ich nach, ob das Paket, das da in dem WireGuard-Paket eingepackt war, ob das überhaupt ein IP-Paket ist, weil WireGuard unterstützt im Moment nur IP-Pakete. Und gucke dann, wenn es ein IP-Paket ist, ob das denn zu den Allowed IPs passt. Da kommt dann zum Tragen, dass ich auch, wenn ich empfange, für den Peer, der mir das Paket geschickt hat, wieder eine Allowed IPs-Zeile habe und ich gucke einfach, ob das passt. Wenn eines von den vier Dinge, die ich gerade erklärt habe, nicht zutrifft, dann schmeiße ich das Paket einfach kommentarlos weg. Und wenn das zutrifft, dann nehme ich das Paket, packe es in meine Receive Queue für das Interface und dann können andere Subsysteme sich das Paket abholen und ja, können Applikationen damit kommunizieren.
Dann geht es um die MTU. MTU bei WireGuard ist noch ein bisschen komplizierter, weil da, wie gesagt, dieser UDP-Header mit dazu kommt. Da kommt eine Typinformation dazu. Also UDP ist der klassische UDP-Header, den wir kennen. Der IP-Header ist der, den wir auch so haben, wenn wir ein klassisches IP-Paket verschicken. Und die vier Eigenschaften hier sind der eigentliche WireGuard-Header. Das heißt, wenn man sich jetzt so ein Standard 1500 Byte Ethernet Frame für klassisches Ethernet anschaut, dann hat man für IPv6 Adressen, bei denen der IP-Header etwas größer ist als bei IPv4 Adressen, eine Gesamt-MTU von 1420, wenn man IPv6 darüber auch sprechen will. Wenn man sich allerdings auf IPv4 beschränken, kann man die MTU noch um 20 Byte erhöhen und hat so etwas mehr Nutzdaten, die man hier hinten in das Payload-N mit reinschieben kann. Für VDSL2 verhält das Ganze sich etwas anders, weil wir da diese ganze ATM-PPPoE-Geschichte noch mit dabei haben, die uns die Telekom damit aufdrückt. Das heißt, unsere MTU ist von Anfang an schon mal 8 Byte kleiner als bei einem Standard-Ethernet-Frame und dadurch reduziert sich das Ganze dann auf 14, 12 Bytes. Das ist ganz interessant, weil WireGuard versucht, wenn man das von Hand einrichtet, die MTU danach zu bestimmen, wie die Default-Route auf dem aktuellen Computer aussieht. Und wenn das ein Standard-Ethernet-Gerät ist, dann wird das per se erstmal auf 1420 fallen und nicht auf 1412. Das heißt, wenn man dann später irgendwelche UDP- oder Paketprobleme hat, dann sollte man mal gucken, ob die MTU da passt und ob die richtig erkannt wurde. Genau, DNS Resolve. Also man hat so das klassische Problem, wenn man einen Laptop hat, so ein Laptop mit einem Laptop durch die Gegend läuft und die Gegenstelle jetzt nicht ein Server im Internet ist, der 24/7 verfügbar ist, wo die IP-Adresse festgelegt ist, wo die IPv6-Adresse festgelegt ist, dass sich die IP-Adresse meiner Gegenstelle ändert. Will heißen, ich klappe meinen Laptop morgens auf, kann dann noch im WireGuard surfen und irgendwann um 12 Uhr mittags schlägt dann der Reconnect zu und anschließend bekomme ich eine neue IPv4-Adresse von meinem Provider oder auch eine neue IPv6-Adresse. Und in dem Moment passt der Endpoint auf meinem Laptop nicht mehr. Will heißen, ich weiß nicht mehr, unter welcher IP-Adresse ich die Gegenstelle jetzt erreichen kann. Die einfache Lösung dafür ist, dass wir einfach den Service auf unserem Laptop neu starten. Dann macht das WG-Tool ein getAddre-Info für den Peer, wenn wir das als DNS-Namen eingetragen haben. Dann bekomme ich die aktuelle Adresse zurück, trage das da ein und meine Verbindung funktioniert wieder. Das ist aber eine Lösung, bei der ich immer interaktiv an meinem Gerät diesen Service neu starten muss, was ja nicht unbedingt das Gewollte ist. Dann die nicht interaktive Lösung wäre, ich lege mir einfach einen Crontab-Eintrag an für ein kleines Skript, das heißt wg-re-resolve und wird auch mit den WireGuard-Tools mitgeliefert. Es gibt da ein Contrib-Verzeichnis, wo so viele kleine nützliche Skripts drin liegen, die verschiedene Funktionalitäten implementieren, unter anderem das re-resolve. Das wg-re-resolve schaut nach, wie lange der letzte Handshake mit meinem Peer vorbei ist. Also ist der 20 Minuten her, ist der 30 Minuten her und wenn er länger als 15 Minuten her ist, dann schaut es nach, passt denn die DNS, passt denn die IP-Adresse, die da eingetragen ist, noch zu der DNS-Adresse? Wenn die nicht mehr passt, dann nimmt es die DNS-Adresse oder die aktuelle IP-Adresse und steckt sie in das Interface mit rein und damit geht meine Verbindung dann wieder. Die noch praktische Lösung ist ein kleiner Systemd-Service, der auch das Skript dann aufruft und der automatisch mit aktiviert wird, wenn ich meinen WireGuard Quick Service mit aktiviere. So ist das aktuell auf meinem Laptop gelöst und ich habe da bei Jason auch schon nachgefragt, ob er das für das Contrib Directory haben möchte. Ja, würde er ganz gern. Ich bin nur noch nicht dazu gekommen, die Sachen mal zu polieren und auf die Mailingliste zu schicken. Unter anderem ist dann noch das Problem, dass natürlich verschiedene Distributionen das Paket an verschiedene Stellen installieren und dann kann man den Service wahrscheinlich einfach nur mitliefern, aber nicht unter den Standard Systemd Services mit eintragen. Ja, Keep Alive. Wenn man möchte, also wenn mein Laptop unterwegs ist, dann ändert sich ja die Endpoint-Adresse, aber mein Laptop ist auch nicht über eine öffentliche Adresse erreichbar. Wir heißen, wenn ich möchte, dass jetzt mein Server im Internet Daten zu meinem Laptop schickt,
muss er irgendwie einen Pfad haben dahin. Und standardmäßig ist dieser Pfad halt zu, außer ich habe mit dem Laptop zu dem Server kommuniziert. Dann hat der Router, den ich in meinem Hackerspace oder bei mir zu Hause stehen habe, eine sogenannte Address Translation dafür. Das heißt, alle Pakete, die auf einem bestimmten Port auf dem Router ankommen, werden dann auf den Laptop weitergeleitet. Wenn ich jetzt möchte, dass die Kommunikation von meinem Server zu meinem Laptop auch funktioniert, wenn mein Laptop längere Zeit nichts mehr gesendet hat und der Router möglicherweise diese Address Translation schon weggeräumt hat, dann brauche ich ein sogenanntes Keep Alive. Das Keep Alive sendet dann alle 25 Sekunden so ein Paket über die Verbindung. Dann weiß der Router, ah, da laufen irgendwie noch Pakete drüber, ich kann die Verbindung noch nicht zumachen. Allerdings ist das für so Road Warrior-Geräte oder meinen Laptop meist nicht nötig, weil ich da häufig nur in eine Richtung kommuniziere. Also ich klappe meinen Laptop auf und möchte dann von hier auf meinen Server zugreifen. Das ist eher selten der Fall, dass der Server Daten an mich rüberschicken muss. Und zusätzlich muss auch für das Keep Alive mein Laptop zuerst die Verbindung zum Server initiieren, damit dann entsprechend die Endpoint-Adresse eingetragen werden kann, damit mein Server sowieso weiß, wohin er kommunizieren muss. Ja. Des Weiteren gibt es jetzt seit neuestem, ja, ist noch nicht mehr ganz so neu, die Netlink-API, die hat Jason, glaube ich, kurz vor meinem ersten Vortrag implementiert, war eine Auflage für das Upstreaming, also die Komponenten dann in den Mainline-Kernel zu bekommen, weil alle Netzwerk-Subsystem-Dinge mittlerweile über Net oder sollen über Netlink-APIs kommunizieren und nicht mehr über die klassischen IOCTLs. Die Netlink-API unterstützt alle Operationen, die auch WG, also das WireGuard-Tool unterstützt. Das WireGuard-Tool unterstützt außerdem noch so praktische Dinge wie generiere mir mal einen Schlüssel oder generiere mir mal aus dem gegebenen privaten Schlüssel, den ich habe, den öffentlichen Schlüssel oder generiere mir einen Pre-Shared-Key. Es gibt einen Ongoing Integration-Effort dafür, der ist aktuell in Systemd NetworkD vorhanden. Ich habe auch ein bisschen gesucht, ob es da schon irgendwie was Richtung Network Manager oder NetCTL gibt. Allerdings ist es bei Network Manager so, dass das einzige Plugin, das ich gefunden habe, auch diese WG, das WireGuard-Tool verwendet, statt dann die Netlink-API des Kernels zu verwenden. Was meiner Ansicht nach nicht so richtig, nicht der richtige Weg ist, da an die Implementierung ranzugehen. Bis jetzt gibt es da keine weiteren Efforts. Die Integration in Systemd NetworkD ist allerdings soweit ziemlich fertig, sieht auch schon ganz gut aus. Da ist im Moment das, was den Merge aufhält, also dass das Ganze dann in das Systemd wandert, was ihr auch auf euren Laptops finden könnt, dass die Komponenten eben noch nicht im Mainline-Kernel sind. Und solange die Dinge nicht im Mainline-Kernel vorhanden sind, macht es für Systemd noch nicht viel Sinn, das zu unterstützen. Ja. Dann kann man bei WireGuard zusätzlich noch symmetrische Verschlüsselung einschalten, sogenannten Post-Quantum Encryption Support. Also selbst wenn jemand die Public-Private Key-Infrastruktur über die elliptischen Kurven kaputt macht, hat man immer noch einen symmetrischen AES-Schlüssel, der die eigene Kommunikation schützt. Und dazu kann man einfach einen Base64 enkodierten Schlüssel für das Interface setzen. Das muss man natürlich dann auf seinem eigenen Gerät und auf der Gegenstelle machen, weil beide denselben Pre-Shared Key brauchen. Und den Schlüssel kann man auch einfach über das WG-GenPSK generieren. Das ist im Moment noch falsch, da braucht man kein Interface für angeben. Tja, das sind die Referenzen. War wie letztes Mal fast ausschließlich das White Paper, aus dem ich die Informationen rausgezogen habe und einige Sachen von der Mailingliste. Also, wenn man näheres Interesse daran hat, wie die Verschlüsselung funktioniert oder wie insgesamt die Kommunikation aufgebaut ist, wie der WireGuard-Header tatsächlich aussieht, wie die Session-Aushandlung funktioniert, dann kann man in das Paper reinschauen, das ist da sehr anschaulich erklärt. Ja, Fragen? Ich habe möglicherweise Antworten. Warum hast du Antworten? Ich kann es zumindest versuchen, ne? Das war eine Frage. Ja, ich weiß. Wenn nicht, Wenn nicht, dann nicht.